Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Also, eure Chance gegen die Brüder, ich wünsche euch kein Glück. Denn Glück hilft euch nicht. Aber hört mir gut zu. Zusammen sind sie einfach zu stark. So haben sie mich besiegt. Trennt sie auf. Bekämpft immer nur einen. Und vielleicht überlebt ihr. Danke, Horus. Aber sei unbesorgt. Ich werde heute nicht sterben. Es gibt viel Schlimmeres als den Tod. Seid vorsichtig. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht sterben werden. Ach ja, der andere ist ja tot, stimmt. Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Ich will sie aber töten. Das ist unser großer Moment. Man wird uns Denkmäler errichten und unsere Namen auf alle Tempelwände kritzeln. Wir werden verehrt, reich und berühmt. Ich will sie auf jeden Fall tot sehen. Hier sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Siva. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder. Oh mein Gott. Ich nehme links. Ich weiß gerade nicht, wen ich hier habe, ey. Ich habe gerade ein Problem. Wow, der mit seiner Sense, ne? Weißt du, wenn ich so eine geile Sense hätte, wäre ich auch stark. Hallo, ich kann nicht sehen. Okay, das war wieder die Sense. Schnell drauf. Bevor er ausrastet. Ist nämlich schon soweit. Jawohl. Bei meiner Meinung nach zwar nicht sehr grausam, aber naja. Sie haben dafür gebüßt, oder? Nee, sie leben. Ach so, sie leben noch. So, ja. Ich glaube, ich habe jetzt eine Entscheidung zu treffen, oder? Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Mädchen am Leuchtturm! Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivana. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die doch, Beschützer von Siva! Wir sollen die Soldaten, das Mädchen fangen und zur Berenike bringen, zum Krokodil. Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun.
Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut, hm? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek. Oder Tod? Du musst mich doch besser kennen. Tod. Ich hätte gern die Sense. Bayek, du kennst mich doch. Selbst die gallischen Brüder, egal wie krank die waren wirklich krank. Alter, das mit dem Löwen, das ging gar nicht, ja. Weißt du, der eine, der da diese Show macht mit den Ketten, da war ja noch so, ja, ne? Muss man nicht ernst nehmen. Ich kann auch so auf die Kacke hauen, aber das mit dem Löwen, das war echt abartig, ja. Hier, den er gegen die Wand geschleudert hat, da die Leiche. Na, das geht gar nicht. Aber selbst die sagen, sie hätten niemals einem kleinen Mädchen etwas angetan, egal was für grausame Dinge sie schon getan haben. Dann war das die Alte. Die Alte ist das Krokodil. Die Alte da, die alte Faltige, die da in ihren komischen Kleidchen da rumläuft. Ey, boah, ekelhaft. Boah. Wird Siva jetzt zur Ruhe kommen? Ich gehe zum Saragina-Lager. Mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Nein, da gehen wir nicht hin. Der glorreiche Medjay ist zurückgekehrt. Du hast ganz schön für Furore gesorgt. Du hast mich überrascht. Nicht schlecht für eine Sandratte. Ich mag Unternehmer, Freigeister, Kassenschlager. Du liebst es zu kämpfen, ich liebe es Geld zu machen. Zusammen können wir beides. Ich finde die Kämpfe, du gewinnst sie. Wir werden beide reich. Oder ich werde reich. Du bekommst, was ich dir gebe. Wenn du mehr willst, geh nach Kyrene. Ich hab dort deinen Namen fallen lassen. Gern geschehen. Oh, was kecht mir noch? Nun ist... Also war es Berenike. Sie ist das Krokodil. Sie hat Shadya umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Stadt, der Kerkesucher Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Chinut und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek. Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Frank, du kannst jetzt jederzeit wiederkommen, wenn du dich neuen Herausforderungen oder Bossen stellen willst. Finde und eliminiere das. Was ist mit ihm denn? Unser neuer Meister. Bald wird ein heroisches Abbild diese Tore bewachen, aber nicht zu bald. Ich brauche Zeit, um deine Brauen richtig hinzukriegen. Künstler darf man nicht hetzen. Ach, das ist ja krass. Ihr schnitzelt das jetzt alles neu? Oh. Finde und eliminiere wer ist die? Benerike? Berenike, das Krokodil. Naja. Das war ich jetzt diesmal nicht, das war das Pferd. Okay, ich muss irgendwie hier lang. Nicht den Hund umfahren, umreiten. Rauch. Wow. Nein. Es ist keine Gerechtigkeit mehr in der Welt. Oder? Ha! Die Götter haben uns verlassen. Wow. Hä?
Her! Warum kann ich vom Pferd aus nicht mit dem quasseln? War das dein Haus? Wer bist du? Was macht das für einen Unterschied? Ich weigerte mich, an die verschrumpelte alte Berenike zu verkaufen. Ein weiserer Mann hätte sie nicht abgewiesen. In der Nacht kamen Soldaten mit Öl. Das ist das Ergebnis. Wo kamen die Soldaten her? Von dem Anwesen im Norden. Da ist genug Öl, um das halbe Fayum abzufackeln. Oder vielleicht eine Kornkammer. Bist du irre? Niemand widersetzt sich Berenike. Sie vernichtet dich, deine Familie und alles, was dir lieb und teuer ist. Aber das mit der Kornkammer in Brand stecken, wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Doch würden dann die Ägypter da nicht Hunger leiden, wenn das doch die größte Ägyptens ist? Wow. Die Statue vom König. Herr Mord. Das ist nicht die Statue vom König. Wow. Ach, die ist das. Ja, die machen wir jetzt putt. Da, putt ist er. Wow. Was schwebt denn da oben? Drachen? Also, diese Dingensdrachen, nicht richtige Drachen. Das ist die Kornkammer, von der Hutte versprach. Das Krokodil muss da drin sein. Ah, wir haben hier einen Bullen. Ha! Ich reite mal hier so lang. Geil. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube, ich träume. Ganz viele Kühe. Wow. Na dann schau mal, Senno. Aus dem Weg. Wow. Sie bleibt des Nachts in der Villa, sie lebt in... Da darf ich jetzt nicht einfach so lang, ne? Wow. Na komm, ich glaube, ich schaffe das, alle Platz zu machen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Mal schnell gucken, da unten sitzt noch einer. Kommt er jetzt hier wieder raus? Hier ist auch irgendwo wieder ein Löwe oder sowas. Ich höre es doch wieder schnurren. Also sie ist auf jeden Fall nicht gerne gesehen. Wow. Jeder hasst sie. Mal gucken. Was habe ich hier für... Oh mein Gott. Hey! Tja. Hey, was? Okay. Die geht da hinten spazieren. Oh.
Posten, meine Meisterin? Ja, Herrin. Alles so, wie ich es mir erhofft hatte. Kenza, das hat sie mit Absicht gemacht. Die sind jetzt eiskalt. Es wird dir an nichts fehlen, solange du an meiner Seite bist. Solange du loyal bist. Solange du mich nicht enttäuschst. Ja, Herrin. Kenza. Ist das der Luxus, den du wolltest? Als Sklavin einer Feindin Ägyptens? Ich sehe nicht viele Wachen, aber Senu kann das am besten sehen. Eine? Wache? Da sind keine Wachen. Sind die immer noch da draußen? Diese undankbaren Tiere mit ihren Protesten. Ja, Herrin. Aber die Männer sind bereit, schnell zu reagieren. Ich will, dass sie weg sind, bis meine Gäste bereit zum Aufbruch sind. Mit allen nötigen Mitteln. Holt Gladiatoren! Ja, er geht aber nicht. Oje. Oh, wachet mir noch. Nun es rede. Scheiße. Ich könnte Kenza erwischen, aber die will ich nicht. Ah. Oh je. Was will denn der Große da? Upsala. Hey! Das war's! Scheiße! Was? Oje. Hey, was? So, Leute, ich bin schon da. Wir sind im Vorteil. Nee, ihr habt mich nicht gesehen. Das Haus ist nicht mehr bewacht. Gibt es etwas zu melden? Nichts, meine Herrin. Die Rebellen wurden ausgemerzt und die Ägypter bereiten uns keine Sorgen. Ein paar protestieren vor den Toren. Eine sinnlose Geste. Lass ihre Namen aufschreiben. Ja, Herrin. Hey. Was? Da stimmt was nicht. Geh mal nachsehen. Gib mir Deckung. Oh, oh. Ich bin im Arsch. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Nee, da draußen ist überhaupt nichts. Uns überrumpelt heute nichts. Du bist kein schöner Anblick und riechen tust du auch nicht gut. Ah, der ist jetzt tot. Der ist vergiftet.
auf. Hier stimmt was nicht. Oh, ich kann immer nur... Was? Fuck. Ich ruf die Truppen. Den wirst du spüren. Nein, tu's nicht. Ich wusste, du kommst, alter Freund. Vielleicht war es mir bestimmt, durch deine Hand zu sterben. Ich will dich nicht töten, Kenzer. Aber sieh nur, wem du dienst. Wen habe ich denn sonst noch? Also die eine ist auf jeden Fall tot. Haha. Shadia! Mhm. Ermordet. Von einem von euch. Faltiges Stück, ey. Shadia. Ich hasse sie. Wer? Shadia! Das Kind, das du ertränkt hast! Wie alle deiner Art erkennst du nicht, wie großartig Ägypten sein könnte. Ist es das, was du dir vormachst? Du vergisst die, die du getötet hast. Sie war das Kind von Chenut und Hotefres. Chenut war ein sturer Bock. Diese Aufzeichnungen hätten jede Hoffnung zunichte gemacht. Dafür zerstörst du Familien? Ich tat, was getan werden musste. Ich werde alles vernichten, wofür du stehst, Berenike. Und ich töte alle, die so sind wie du. Doch im Moment zählt nur, dass du Shadia getötet hast. Und das Letzte, das du hören wirst, ist ihr Name. Shadia! Scheiße! Ist der irre? Ja! Ich sollte abhauen. Irgendwas passiert sowieso. Und ich habe unsere Freundin nicht getötet. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, relevant ist? Was ist denn jetzt los? Leila, sofort! Ich brauche dich! Ja. Ein Van? Eier, was willst du mir da? Vergiss diese Eier! Abstergo ist hier! Sie müssen dahinter gekommen! Oh, Scheiße! Fuck! Die? Scheiße! Hier sind sie auch! Okay, Leila, hör zu. Ich kenne dich. Und ich weiß, dass du einen Ausweg findest. Ja, das wollen wir hoffen. Die sind mit Pfeil und Bogen da? Warte mal. Ich könnte von hier kommen. Weil... Dann bin ich schon auf den Höhlen... Also auf diesen... oben auf diesen Gängen drauf. Ja, super. Hat ja wunderbar geklappt. Jetzt kletter doch nicht immer da so hoch, du dumme Kuh. Oh, wenn Frauen irgendwas ins Spiel nicht hinkriegen, dann kriege ich jetzt mal die Krise, ehrlich. Upsala, falscher Weg. Die Spinnen waren wieder fleißig. Aber wieso sind die denn mit Pfeil und Bogen unterwegs und nicht mit, mit Knarren? Hm. Aha. Ja, den Sprung schaffe ich nicht. Bin ich tot. Ich habe ja sowas von in der Wand gehangen. Alle? Hal kul shay ala ma yaram? Wie läuft es? Schlecht.
Ich hab diese Klinge noch. Gut. Tzachar, alaykal takhallus min al-hadaf. Toma esta'adat al-animus. Die haben definitiv vor, mich zu töten. Du hast die letzten, wer weiß wie vielen Stunden im Verstand eines ausgebildeten Assassinen verbracht, vergessen? Also rock das Haus, Killer Queen! Okay, American Woman. Die benutzen Bögen statt Schusswaffen. Wieso? Sie halten dich wohl nicht für besonders gefährlich. Sie sind gleich bei mir. Ich schalte ab. Ich muss es tun. Sie oder ich. So, geschafft. Nein, nicht! Bitte! Nicht! Die? Nicht die. Nein, nein, nein. Es wäre nicht schlau, jetzt zu fahren. Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt. Nicht nur denen meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten. Ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich dachte, das wäre ihre Freundin gewesen. Haben wir irgendwas am Laptop? Oh ja. Wie immer, ihr könnt lesen. Pause machen. Ich zeige euch das. Achso, ne, das ist Shop, den brauche ich nicht. Jetzt steht er da? Das erinnert mich an diese Figur. Gibt's die nicht auch bei Final Fantasy? Und der ist irre stark? Dieser Kaktus? Irgendwie, man muss doch immer flüchten, wenn man dann auf den trifft, oder? Ich muss jetzt sowieso wieder einen Cut machen. Aber erstmal gucke ich mir jetzt an, was jetzt für neue Aufgaben für uns bereit liegen. Denn wir haben ja jetzt eigentlich alle auf unserer Liste getötet. Wie es wohl Rote Fress und Renut geht? Ich besuche sie mal. Ayas Brief. Wird Siva jetzt zur Ruhe kommen? Ich gehe zum Saragina-Lager. Mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Okay, Ayas Brief. Bayek, wir haben eine Allianz im Pompeii. Pompeis. Aber Apollodorus hat schlechte Neuigkeiten. Die wir verfolgt haben, waren nicht Camus' Mörder. Bastarde, ja, aber es gibt 2 weitere Namen. Sissel, habe ich nicht gesagt, es kommen noch 2 Stück dazu, die wir auslöschen müssen. Den Skorpion und den Schakal. Mitglieder von Ptolemäus Garde. Ich treffe dich im Heraklion. Boah, Heraklion. Sobald Foxidas und ich unsere Marinemission abgeschlossen haben. Ich liebe dich mehr denn je, Bayek. Wir haben dieses Leben nicht gewählt, aber das Schicksal hat dem Orden der Ältesten Tür und Tor geöffnet und wir müssen unsere Leben dafür geben, sie wieder zu schließen. Ah ja. Gut. Ich habe diese Scheißkerle getötet. Apollodorus muss davon erfahren. Auf nach Herakleion. Ich denke, wir sollen jetzt erstmal die Dingens da treffen. Shadias Ruhe. Das von Asad gehört? Ihre Tochter war einem Mann versprochen, aber sie konnten sich keine Hochzeit leisten.
Und jetzt betteln beide im verfluchten Elendsviertel. Im gottverfluchten Elendsviertel. Reichtum für alle? Ach so, da. Okay. Und was ist mit Raho? Seine Familie hat den Hof an griechische Freunde des Nomarchen verloren. Jetzt müssen sie wie Sklaven auf dem Land... Also ich habe Kenza nicht getötet. Ich hoffe, dass das irgendwie berücksichtigt wird. Ich wollte sie einfach nicht töten. Ich konnte sie einfach nicht töten. Die Kühe. Oh, wie schön. Also die Welt haben sie echt hübsch gestaltet. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde, die haben sich hier sogar noch mehr Mühe gegeben als bei den anderen Teilen. Cool. Halt! Bleib stehen! Ach, ich will doch gar nichts von euch, ey. Oh. Wo war denn hier nochmal der Eingang? Ich gehe wahrscheinlich jetzt hier voll durch den Hintereingang. Ja, der war schlau. Entschuldige, ich benutze keine Treppe. Hottefress, was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Bin ich? Hottefress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß, ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Erstmal lauf zum See ordentlich, damit ich dir folgen kann. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodoros es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shadya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadya noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadya liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Liebte. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Ach Leute, Alter, geh doch nicht mit hier, ey. Ach da. Renut. Schön, dich zu sehen. Renut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich habe, was ich brauche. Okay. Wahrscheinlich irgendwelche Federn oder so. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide.
Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Die Hand am Schwert. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Du siehst das Verderben doch selbst. Es ist niemand da, der das Volk beschützt. Es ist noch nicht vorbei. Warte, ich muss den mal eben umbringen hier. Bevor der sich wirklich rächt. Warte mal. Ich kann das ja auch vom Schwert aus, vom Pferd aus. Warum haben wir diese ägyptischen... Wir sind im Vorteil. Was ist das, du Ratte? Was? Schuss! Vernicht durch, Gitter! Kämpft Herr Auge! Was hast du? Hey, was? Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hutefress mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Dann fragen wir sie mal eben schnell. Oh. Du lebst? Sie wollten Chenut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Chenut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern. Aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit. Ach, das ist so traurig, ey. Bobby. Hm? Henherit, nur het Yahu. So, lass mal gucken, was haben wir denn jetzt hier für neue Aufgaben gekriegt? Ich muss mir mal die ganze Welt angucken. Ist nix, ist nix, ist nix, ist nix. Nixe, dixe. Alexandria ist da. Nee, wo sollen wir ihn nochmal treffen? Da jetzt nochmal jemanden treffen? Kommt ein neuer Herausforderer? Ja. Berenike war eine ältere griechische Staatsfrau und Mitglied des Ordens der Ältesten. Diese raffinierte, hochintelligente Frau hat nach außen hin erfolgreich ein Image von Fürsorge und Nächstenliebe kultiviert, während sie insgeheim die Politik und die Legislative manipuliert hat, um ihre Vision eines erleuchteten Ägyptens zu verwirklichen. Hinter den Kulissen setzte sie Ptolemäus, Soldaten und Gladiatoren ein, um das ganze Fayum gewaltsam zu unterdrücken.
Ein Geschenk der Götter. Achso, ja, das war Dingens. Kampf für das Verjüngen. Na gut. Aber, ich, mache jetzt sowieso erstmal in der nächsten Folge weiter und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.